Wenn ich im Flugzeug sitze und ich öde mich an, denke ich, wenn ich nach Hause komme, das wird alles besser, wenn ich da diese kleinteilige Welt habe. Das ist so wie eine Rettung. Schreiben ist ein Tabubruch. Das darf man nicht. Irgendwas ist in einem, das sagt, dass man nicht schreiben darf. Das ist eine furchtbare Scheu, die ich hatte, und zugleich war ich dann doch frech. Peter Handke. Ich bemerke, dass in der gegenwärtigen deutschen Prosa eine Art Beschreibungsimpotenz vorherrscht. Zum Glück ist das Erfinden einer die schönste Materie überhaupt. Erfinden ist Materie schaffen. Es muss erfunden werden. Und eine Erfindung ist ganz was Seltenes. Erfinden zu dürfen, zu können, zu sollen, das ist nicht normal. Irgendwann habe ich beschlossen, dass alles fremd ist und alles neu ist und alles ist unentdeckt. Und so das macht, bringt mich auf die Sprünge. Es ist noch nichts erzählt.